Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen zu der neuen Top-Liste. Heute geht es um Würmer in Videospielen. Ja, richtig, Würmer. Und ich denke mal, jetzt werdet ihr euch wieder denken, what the fuck, Tim, Alter? Was für bescheuerte Tiere in Videospielen kannst du dir noch aussuchen? Aber ich glaube, dass ihr verwundert sein werdet, wie viele coole Würmer es in Videospielen tatsächlich gibt. Und deshalb steigen wir direkt ein mit Platz 10. Denn es gibt keine Erklärung, die ich hier noch großartig anbringen muss. Viel Spaß. Auf Platz 10 haben wir nämlich einen Boss aus Pikmin 3. Und zum einen bin ich immer sehr, sehr froh, wenn ich mit euch über Pikmin 3 sprechen kann und euch ein bisschen näher bringen kann, wie super, super toll dieses Spiel ist. Und auf der anderen Seite ist das ein ziemlich gemeiner Boss. Er taucht halt einfach auf, er frisst natürlich die Pikmin, so wie alle anderen Bosse. Aber dieser Boss hat auch schon irgendwie was Ekliges. Und das wird heute so ein bisschen der Tonus des Videos sein. Würmer sind eklig. Und Würmer sind oft widerlich. Und dieser ist auf jeden Fall einer davon. Aber ich fand auch sein Gimmick tatsächlich ganz cool. Und wie man gegen ihn kämpfen muss. Auf jeden Fall einer der etwas interessanteren Bosse in der Pikmin-Reihe. Also vor allem in Pikmin 3. Auch wenn Pikmin 3 super viele geile, starke Bosse hatte. Aber wir fangen ja auch gerade erst an. Oh mein Gott, wie ich sie hasse, diese Würmer in Super Meat Boy. Würmer sind auch oft, muss ich an dieser Stelle sagen, sehr, sehr nervige Gegner. Es sind Gegner, die einem voll auf den Piss gehen und mit denen man nichts großartig zu tun haben möchte. Und diese Würmer sind auf jeden Fall welche davon. Sie sind irgendwie ekelhaft und sie sind an solchen beschissenen Scheißstellen platziert, treiben sich zu Weißglut, sind aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein ziemlich cooles Tool, um halt hier Schwierigkeit reinzubringen, sind ein sehr interessanter Gegnertyp. Nicht unbedingt durch das, was sie machen, aber sie sind clever benutzt und clever platziert. Trotzdem gehen sie an diesem Spiel einfach nur übelst auf den Piss. Aber glaubt mir, es wird noch so viel nervige Würmer heute geben. Zum Beispiel die Dreckswürmer aus Conker's Bad Fur Day. Es gibt ja diese Scheißstelle, wo du dann später deine erste Knarre richtig bekommst und dann musst du über diesen Friedhof laufen und die ganzen Zombies wegballern. Und das ist schon nicht so einfach. Und dann bist du damit irgendwann durch und dann willst du diesen Turm hochlaufen und dann sind da diese Würmer und beißen dich die ganze Zeit und die werfen dich wirklich runter und bringen dich um und die kommen immer aus dem Boden und die haben so eine beschissene Hitbox und oh mein Gott, haben mich diese Würmer getriggert. Das ist ja so ein ganz, ganz langer Lauf. Am Anfang ist es nur so ein kleiner Gang hoch, aber dann wird es ja immer schmaler. Dann ist es fast ja so eine riesige Brücke und überall kommen immer diese Würmer raus, beißen dich und werfen dich dann runter. Oh, ich bin ja kein Controller-Kaputtmacher, ne? Aber da habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal dran gedacht. Bei Conker's Bad Fur Day, bei diesen Scheißwürmern, kurz vor diesem Vampirhaus. Aber ich liebe diese ganze Szene einfach total. Das nächste ist natürlich so ein Kindheitsding von mir. Würmer sind natürlich auch sehr beliebte Gegner in RPGs und bei Mystic Quest Legend ist das hier keine Ausnahme. Es ist halt einer der ersten Gegner und wie in Mystic Quest ganz gerne, da werden die Gegner auch recycelt, haben dann später verschiedene Farben, dann sind sie halt irgendwann ein bisschen blau. Sie haben halt die Axt als Schwäche, sodass wenn du sie halt mit dem Axt oder mit dem Morgenstern angreifst, dann trennst du sie ja quasi in der Mitte durch und dann sind sie dadurch besonders anfällig. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall, aber sie sind halt auch durch die Angriffe und durch diesen ersten, durch diesen ersten Earthquake-Zauber. Sie sind einer der ersten coolen, großen Gegnertypen. Und deshalb denke ich super gerne an diese Würmer zurück. In dem ersten Wüsten-Dungeon triffst du sie, während du dann später beim Glutstäber unterwegs bist. Und ich fand einfach dieses Geräusch immer so geil, dieses Fump von der Axt. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie man die mit der Axt in zwei trennt. Und fand das als Kind besonders, ja, aufreibend, besonders aufregend. Und die Würmer in Mystic Quest sind für mich absolute Kindheitsnostalgie. So, es ist wieder Zeit zu mogeln. Pass mal auf. Pokémon ist ja eigentlich bei jedem Tier irgendwie vertreten. Aber beim Wurm fiel es mir tatsächlich schwer. Man könnte jetzt überlegen, ob vielleicht ja Dickda und Dickdri irgendwie so kleine Regenwürmer sind. Aber irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Und das meiste andere sind Raupen.
oder irgendwelche anderen komischen Tiere. Und deshalb ist mir da nicht wirklich was eingefallen. Dratini und Dragonir sind irgendwie Drachen und schlangenähnlich und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, ich nehme Kindwurm. Kindwurm ist ein Wurm. Heißt Wurm. Es ist nicht wurmähnlich, aber es hat Wurm im Namen. Und ich wollte einfach kurz Pokémon erwähnen und sagen, wie cool ich das Pokémon finde und wie cool ich die Entwicklung finde. Und wie super cool ich die Entwicklung finde. Einfach ein super geiles Pokémon. Außerdem hat es Wurm im Namen. Also ein kleines bisschen mogeln wird man ja dürfen, ne? Mamma mia. Das nächste ist relativ schwer zu beschreiben, aber ich habe Dune 2 damals in meiner Kindheit gespielt. Und wer den Film gesehen hat und wer sich mit der Lore von Dune auseinandergesetzt hat, der weiß um die Sandwürmer. In Dune ist es ja so, der Wüstenplanet, dass das Spice abgeerntet werden muss. Und das wird halt in Dune 2 dargestellt, dadurch, dass die Wüste dann ein bisschen dunkler ist. Du schickst deine Transporter raus und farmst das Spice ab. Aber wehe, da kommt ein Sandwurm. Dann kommt eine ganz dramatische Musik. Und dann hast du aber richtig Panik, denn ein Sandwurm kann jederzeit jedes deiner Vehikel aufsaugen. Und das ist scheiße, wenn es ein Panzer ist. Das ist scheiße, wenn es eine Infanterieeinheit ist. Aber es ist richtig scheiße, wenn dein teurer, gefüllter Transporter genau dann aufgefressen wird, wenn du dringend Materialien brauchst, um dich gegen deine Gegner durchzusetzen. Das war einfach etwas ganz, ganz Unheimliches für mich. Ich war damals auch ein bisschen geprägt durch diesen riesigen Sandwurm aus Odysseus. Oder halt vor allem auch bei Star Wars. Und ich habe mir diesen Wurm immer so vorgestellt, mit diesem riesigen Mäulern, mit Zähnen drin und Stacheln. Und habe immer gedacht, oh, muss das unheimlich sein. Und deshalb hatte dieser Sandwurm, obwohl er nie groß gezeigt wurde, immer irgendwie was Unheimliches für mich, als ich Dune 2 gespielt habe. Kindliche Fantasie halt, ne? Ja, in The Binding of Isaac gibt es ja ganz, ganz viele eklige Sachen und Larry Jr. ist halt ein nackter Wurm und er ist einer davon. Er ist einer der Anfangsgegner in The Binding of Isaac. Er ist super, super simpel. Er ist halt einfach nur ein Wurm, der so da lang kriegt, so Snake-mäßig. Und du kannst deinen Kopf angreifen, machst dann schön Schaden drauf. Du kannst ihn auch in der Mitte angreifen, dann spaltet er sich manchmal. Manchmal ist er alleine, manchmal ist er zu zweit, zu dritt. Es gibt auch noch Unterarten natürlich davon, die dann ein bisschen schwerer sind. Die heißen dann auch nicht mehr Larry Jr., aber er ist halt die Vorlage. Er ist der Vanilla-Boss. Einer der ersten Bosse, er ist von Anfang an dabei gewesen, ist immer noch da und ja, ist einfach so ein schöner Sinnbild-Boss, ne? Ähnlich wie halt diese Sandwürmer aus A Link to the Past, die halt irgendwie so einer der ersten Würmer irgendwie sind, aber vielleicht kommen wir heute noch zu Zelda. Und wir kommen jetzt nämlich zu Zelda und nein, es sind nicht diese coolen Würmer aus A Link to the Past, die ich natürlich super, super cool finde. Und nein, es ist auch nicht Twinmold, sondern es ist tatsächlich Trolldorm. Naja, er heißt Moldorm, aber wir nennen ihn Trolldorm, weil gerade wenn man halt A Link to the Past im Randomizer spielt oder im Speedrun, er ist einer der ganz großen Probleme, weil er einfach mit seinem komischen Muster und seinen komischen Hitboxen und seinem komischen Knockback dich doch immer wieder da wirklich zu Weißglut treiben kann. Ich denke mal, jeder von euch kennt diese Probleme mit Moldorm. Besonders witzig ist er halt im Boss-Randomizer, wenn er auf einmal an einer ganz, ganz anderen oder kleineren Arena sitzt und dann auf einmal entweder total easy oder total schwer ist und sehr, sehr witzig. Und Moldorm, ach, dieser komische, riesige Wurm mit der Schwäche hinten am Schwanz, das ist auf jeden Fall echt Kindheitsnostalgie. Aber wie gesagt, diese coolen Wüstenwürmer aus dem Wüstendungeon, die sind auch ziemlich cool. Und Twinmold ist natürlich auch ein mega, mega cool inszenierter Boss, dieses riesige Wurmwesen oder was auch immer das ist, aber Trolldorm, der ist schon echt cool. Obwohl man ihn hasst. Ja, sehr coole Würmer sind natürlich auch die Würmer. Die Worms. Ich meine, wer damals Worms gespielt hat, das war so cool, das war so ikonisch. Wir denken da an die absolut bescheuersten Waffen, die je ein Spiel hatte. Sehr berühmt ist natürlich die alte Oma oder die Bananenbombe, die Superbananenbombe, das Superschaf, der Napalmangriff und diese ganzen anderen, der Esel und so, die heilige Granate. Oh, pff, einfach nur cool. Zum Glück ist ja Worms vor einiger Zeit auch nochmal neu rausgekommen, aber irgendwie Worms 2 war irgendwie in dieser Fassung doch irgendwie das Beste und das Reinste und hat so viel Spaß gemacht. Wir haben so viel Worms gespielt. Das Coole war halt, dass ich das tatsächlich auch mit meinen Geschwistern am PC spielen konnte.
oder was auch immer das für eine Plattform war, auf der ich gespielt habe, Amiga, keine Ahnung. Ich glaube, es war schon der erste Windows-PC. Und super coole Erinnerungen dran. Ich mag die Worms und bin gespannt, was Team 17 vielleicht nochmal irgendwann so macht. Wir haben ja Flockers von denen gespielt, da war der Charme auf jeden Fall zu spüren. Aber irgendwie ist nichts ist so cool wie Worms 2. Aber mein Platz 1 ist etwas, woran ich halt mega, mega gerne zurückdenke. Damals in Wrath of the Lich King, und ich freue mich sehr, jetzt in Wrath of the Lich King Classic den Boss mal wieder zu besiegen, da gab es PDK, Prüfung des Kreuzfahrers. Ich war ja voll drinne, Naxxramas masqueraded, Raid Lead gemacht, dann Ulduar reingegangen, Ulduar Hard Modes gemacht. Und dann kam Prüfung des Kreuzfahrers und da waren wir erst verwirrt. Wie, direkt rein? Keine Gegner, keine Mobs klatschen? Und ja, es ging direkt zum Boss und ich habe PDK geliebt. Eben genau deswegen. Es war halt richtig cool, einfach mal in dieses Kolosseum, da einfach da reinzugehen in die Arena und die Bosse zu machen. Und die ersten beiden Bosse waren halt Etzschlund und noch so ein anderer. Es waren halt zwei Würmer. Also es gab nicht nur diese beiden Würmer. Es kamen noch andere Kreaturen da so raus. Aber an diese beiden erinnere ich mich besonders gerne, weil ich das hier ganz cool fand, dass gerade wenn man das ein bisschen schwieriger gespielt hat, dass die tatsächlich mehr Movement und Taktik erfordert haben, als man eben so erst denken würde. PDK fing eigentlich ganz leicht an. Aber gerade wenn man dann halt irgendwann die verschiedenen Modi der Bosse noch schaffen will, dann war es tatsächlich gar nicht so einfach und die Erfolge. Und ich fand es einfach so geil, dass man in PDK einfach rein konnte. Und diese beiden sind für mich mit, abgesehen vom Endboss oder von diesen Valkyren, eigentlich das mit, woran ich sofort denke. Und deshalb mag ich diese beiden Würmer extrem gerne und sie sind für mich einfach mit ungefähr Sinnbild dafür, für meine schönste Zeit, die ich in World of Warcraft jemals hatte. Und deshalb habe ich eine ganz, ganz besondere nostalgische Beziehung zu diesen beiden Würmern und deshalb sind sie mein Platz 1. Das waren meine 10 liebsten Würmer aus Videospielen. Ich bin mal gespannt, ob euch auch irgendwelche Würmer einfallen. Wie gesagt, ob als Gegner, Boss oder sonst wie. Vielleicht seid ihr ja auch mal auf einem geritten. Vielleicht habt ihr Würmer ja besonders gern. Vielleicht habt ihr schon mal einen gegessen. Vielleicht ist es eure Delikatesse. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, was für Tiere fallen euch noch so ein? Ich habe ja schon relativ viele abgegrast. Wir kümmern uns jetzt mal um die Bären, würde ich sagen. Das Tier macht tatsächlich Sinn. Könnt ihr schon mal überlegen, was für Bären fallen euch so ein? Und dann sehen wir uns demnächst irgendwo anders. Ob auf OnlyFans, auf Twitch, auf Twitter oder Instagram. Ich freue mich auf euch und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.